Hallo liebe YouTuber! Jawohl. Und wir sind jetzt hier auf Muschelsuppenhausen. Daisy! Auf Muschelsüppchenhausen sind wir. Jawohl, das sind wir. Und hier sind jetzt nicht mehr ganz so viele Spieler drauf, aber immer noch relativ viele. Ja, ja. Das und jetzt wahrscheinlich joinen gleich wieder alle weg, weil wir jetzt als Killer bekannt sind. Genau, wo bist du? Ah, da. Ich habe mich noch mal in der Tankstelle umgesehen. Ja, dann geht's jetzt weiter hier. Yeah. Achso, warte mal eben. Ich muss kurz was machen. Nö. Deck mich, Junge, mach keine Nö. Scheiße. Tschö. Ey, tschö. Hol doch ab. Verpiss dich. Ich sorg sogar dafür, dass du dich verpisst. Komm her. Junge. Das ist ein sauberer Schuss mitten in den Helm rein. Boom! Lass es doch einmal sein! Ja, hallo liebe Freunde, wir gehen... Alter! Was? Nichts, ich dachte gerade nur was. Ich dachte gerade Skype kackt wieder, aber das war nur das Video, was ich gerade gelöscht habe. So, hier bin ich wieder. Hab euch lange warten lassen. Ja, du Arsch. Leck mich. Juan. Juan. Komm, lass hoch auf den Wald laufen. Wie wär's mit nö? Wie wär's mit doch? Wie wär's mit wir laufen geradeaus weiter? Wie wär's mit Chia? Wie wär's mit stell dich mal dahin? Nö. Junge. Stell dich mal hin. Ja, bleib so. Warte. Okay, da vorne ist niemand. Guck mal, ob hinter uns einer ist. Nee. Alter, wie gerne ich jetzt einen Spieler wiedersehen würde, ne? Ja, das war einer, der uns nicht sieht und den dann voll abknallt. Ja, Mann, wir setzen uns da schön ins Gebüsch. Wir beide ziehen auf dem. Wir 10 bis 3, dann ballern wir beide unsere Kugeln in den Reihen. Wäre das nice. Ja. Besser als Sex. Junge. Am geilsten Mal, wo wir den einen da getötet haben, vor Tscherno. Ja, ja. Alter, ey, was der alles da Schönes dabei hatte. Den fetten Rucksack, den du dir jetzt hast. Richtig Munition, ja. Und was hast du auch noch bekommen? Wie wir jetzt aussehen, Alter. Weißt du noch, in den ersten 2 Folgen, direkt nachdem wir heute wieder angefangen aufzunehmen, direkt SKS und alles. Ja, ja. Später dann noch mit später, einer wenn wir jetzt zurück nach Tschern und Elektro rennen würden, Alter, dann würden uns die Typen förmlich in die Arme laufen. Warte. Okay. Warte mal, 1, 2, 3. Lass nach links über die Straße und dann den Büschen lang laufen. 16 Leute oder 15 Leute sind immer noch auf dem Server. Und ein Clan, ne? Mit 3 Leuten drauf. 3 Leute Clan, scheiße. Das heißt, die hocken wahrscheinlich zusammen rum. Ganz sicher. Das streiten Clan auf. Wo bist du? Ich bin jetzt auf der linken Seite. Ich auch. Ich bin auf der anderen Seite der Büsche. Ich lauf rechts, an der Mauer entlang. Mach. Ich bleib hier bei den Büschen. Okay, ich geh in das Haus da rein. Spar dir das Haus, wir haben genug zu essen. Ist da jemand? Durch den Typen haben wir genug zu essen. Ja. Junge, wie endgeil, der hatte einen großen Rucksack dabei, der hatte alles dabei. Da mit einem Schuss so richtig aus der Entfernung weggenatzt und dann nochmal in den Körper. Und du ins Bein. Hey, ich glaube, das ist eine Military-Basis, ne? Ja, Mann! Okay, vorsichtig. Es gibt auch Leute, die nisten sich irgendwo in, zum Beispiel in der Stadt oder so ein. Okay, jetzt müssen wir wieder vorsichtig werden. Jo, komm zu mir. Siehst du das? Das sind doch überall diese Zeltlazarette und so, ne? Ja, ja, ich kann da aber niemanden erkennen, Gott sei Dank. Hey, Junge, die hocken in den Zelten. Ich weiß. Komm, immer nach links und rechts laufen. Wir schlagen uns zum ersten zu dieser Mauer davor. Ja?
Ja. Mit links und rechts immer laufen. Ich schwör, wenn wir dann abgeknallt werden, dann... Wir wollten ja unbedingt Gegner. Ja, dann bist du schuld. Leck mich. Ja, du wolltest hier auf Muschelsuppenhausen. Junge, sei leise, da sind jetzt gerade weniger Leute drauf. Immer nach links und rechts laufen. Okay, ich durchsuche die Zelte rechts, du die links. Die links. Vielleicht finden wir auch ein endgeiles Visier. Ja, Junge, vielleicht finden wir auch eine M4. Munition. Okay, im ersten Zelt ist nichts. Ich durchsuche jetzt das zweite. Junge, hier ist so ein Schützengraben. Jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Im zweiten Zelt hier ist auch nichts. Hammer, wie dieser Truck da so kaputt rumliegt. Hammer. Pass auf, ne? Ich weiß nicht, ob man durch den Stacheldraht hier verletzt werden kann. Also da oben in den Hochsitzen hockt jedenfalls keiner rum. Jo. Kann man die Türen hier zufällig aufmachen von? Nee, kann man nicht. Toll. Immer schön um Stacheldraht herumlaufen. Man weiß nie, ob man da nicht zufällig gerade schaut. Da habe ich kein Stacheldraht. Doch, hier gibt's ja überall Stacheldraht. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas übersehe. Fuck, hier ist nirgendwo was. Naja. Ich gehe gerade auch ins Zelt rein, also nicht wundern, wenn da vielleicht jemand kommt. Ja. Oh Junge, hier sah gerade ein Stück Gras aus wie ein Bajonett. Egal, Bajonett hättest du ja eh. Ja, aber dann wüsste man, dass hier noch was liegt. Oh Junge, ehrlich, rennen wir jetzt auch schon wieder ziemlich unaufsichtig hier rum. Warst du schon in diesen First Aid Zelten? Keine Ahnung, kann sein. Meistens findet man am Airfield die geilen Sachen, nicht unbedingt an der Militärbasis. Ja. Obwohl, auf ein schickes Visier hatte ich da schon gehofft. Noch haben wir nicht alles durchgeguckt. Ja, du musst auch immer aufpassen, manchmal kannst du auch Visiere übersehen, die sind so schwarz und klein. Naja. Boah, so ein Sniper mit Visier, das wäre Himmel auf Erden hier. Ich glaube, wenn ich gleich eine M4 finden würde, würde ich die vielleicht nicht mal mitnehmen, weil ohne Munition. Ich hab noch ein 60er Magazin und ein 30er, glaube ich, auch noch. So, dann würde ich die mitnehmen. Ja, aber ich würde die nehmen, da ich ja die Munition habe und immer noch die ganze Zeit über dabei habe. Spaß. Am Arsch, der die findet, bekommt die Muni. Ich überleg's mir. Klar. Ja. Alter, wie viele scheiß Zelte hier sind. Ja, und wie da irgendwo was drin ist. Bis jetzt war noch nirgendwo in einem, noch gar nicht in einem Zelt, in dem ich war irgendwas drin. Wo bist du eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Ich hab hier gerade über die geile Szene, wo du hin könntest, wo man so übergeilen Screenshot machen könnte. Ja, wir treffen uns gleich wieder. Wir durchsuchen ja aber erstmal noch die Zelte. Ist besser. Ich stehe ja in so verrotteten Trucks, das sieht nämlich mega nice aus. Cool. Komm auf diesen Schotterweg immer am Rand. Ich bin jetzt hier auf so einer Sniper-Position. Ja, ich sehe dich, komm mal runter. Hier, ich stehe direkt gegenüber von dir, siehst du mich? Nein, ich bin jetzt schon runter. Na, komm auf diesen Schotterweg. Mach ich. Ah, warte! Ich dachte erst, das wäre ein Spieler, Alter. Ich weiß nicht. Spring Hunter Pants, toll, die habe ich schon. Ich war kurz davor, dich abzuknallen, jetzt komm. Hier, nein, andersrum. So. Dreh dich um. Ja, dreh ich dachte, ich hätte da was gesehen. Warte, hier liegt was. Nee, tut's doch nicht. Dreh dich um. Ich komme ja. Siehst du mich? Hier liegt eine Flasche. Komm her jetzt. Bist du? Ach, auf den Weg. Okay, ich sehe dich aber nicht. Hey, Junge, da wo du gerade über die Straße gelaufen bist, da. Wo ich meinte, dreh dich um. Ach so, du ja. Du da natürlich wieder reinlaufen musstest.
In diesem First Aid Zelt ist aber auch nicht. Junge, was unter hier? Dreh dich um! Hier, dreh dich um! Alter, dreh dich um! Ja! Ja, auf einmal bist du da! Ich laufe hier den Weg lang, du bist nirgendwo. Jetzt genau. Kommt. Boah, wie endgeil das wär's, wenn man da so ein Auto hier mitnehmen könnte. Ja, ja, komm her. Stell dich mal vor die Karre da. Bleib da stehen. So, nice, okay. Komm, wir gehen weiter. Hier scheint nichts zu liegen. Ich habe hier überall das durchgeguckt. Ich auch. Kann hier nochmal reingucken. Ja, warte, ich guck da hinten nochmal. Hier ist offener Stacheldraht. Schau, bei mir kackt der Server ab. Bei mir auch. Ich gehe mal in den Hochstand rein, vielleicht liegt da oben eine Knarre drin. Mach. Ja, ja, lass die noch durchsuchen, bevor wir gehen. Man kann nie wissen. Kuckuck. Nichts. Siehst du mich? Ja. Ja, komm, wir gehen. Warte, lass noch in den anderen Hochteil. Scheiß auf den Hochstand, da ist eh nichts drin. Ey, wie nice. Guck dir an, wie detailliert, Alter, mit Glasscherben. Ja, Mann, mega. Krass, geil, Alter. Schade. Richtig nice. Na, da hinten ist schon die nächste Stadt. Warte, ja. Hier ist ein Airfield. Oh. Wo? Hier, siehst du doch. Nice, Junge. Okay, warte, jetzt, warte. Sei vorsichtig, sei ganz vorsichtig. Ja, ja, duck dich, Teil. Duck dich, man sieht dich. Da ist der Tower. Okay. Ich sehe da aber auch nirgendwo jemanden. Okay, folgender Plan. Wir rennen durch zum Tower, immer nach links und rechts. Da hinten sehe ich schon einen roten Rucksack liegen. Jo, okay, aufstellen und durchlaufen. Durchlaufen. Zum roten Rucksack. Ja, Mann. In Zickzack. Wo meinst du, im Tower, der rote Rucksack? Nein, Junge, in der rechten Halle. Okay, ich gehe in den Tower. Hammer nice. Ich dachte mir schon, weil das so vom Zaun, von dieser Mauer, was weggebrochen war, dachte ich mir schon, dass man das. Das aber nur das kleine Airfield, das große Airfield, wo ich hin will, ist woanders. Ja, ja, ich weiß. Immerhin ein Airfield. Jawohl, ne? Das ist ein großer Rucksack. Komm her und deck mich. Warte, ich muss hier nochmal kurz gucken. Ach, scheiß drauf, ich schnapp mir den jetzt kurz. Hier ist auch noch ein großer Rucksack, aber ich hab schon einen. Jawohl, jawohl, schnell, 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 schnell. Was ist das hier? Munition. Ich guck später nach, was für eine Munition. Mal guck jetzt nach. Hast du die schon mitgenommen? Ja. So, ja, dann ist okay. Hier ist noch eine Pepsi. Ja, aber ich bin oben, außerhalb des Towers. Also oben. Ich geh in die nächste Halle, damit du Bescheid weißt. Jo, den Rucksack hast du? Ja, klar. Gut, ich komme jetzt runter vom Tower. So, ich laufe jetzt aus dem Tower raus. Pass immer darauf auf. Komm her, ich gehe hier hinten in dieses Gebäude. Ich seh dich, warte. Geh hinten in dieses Gebäude. Okay, in der zweiten Halle warst du schon, ne? Ja, ich war an beiden. Okay, da liegt ein Rucksack. Scheiße, hier sind die Türen offen. Deck mich von da aus. Da brauchst du nicht rein, jetzt komm. Nein, ich geh da ja auch nicht rein. Ich will nur gucken, falls da irgendwas drin liegt, was du übersehen hast. Hammer nice, wie da so der Müll davor liegt. Du bist in die erste Tür rein, ne? Okay, Hallöchen. Ich geh die Treppe hoch. Guck du links von der Treppe. Black Cargo Pants. Hier ist irgendwas durch die Watt am Glitschen. Wo soll ich nachgucken? Ich hab Jungle Boots. Geil. Komm. Hier ist auch noch ein Rucksack. Und so eine Kapitänsmütze. Brecheisen. Eine blaue Kapitänsmütze. Eine Rotten Apple, glaube ich. Was ist das? Machete, Handschellen. Und ein First Aid Kit. Was scheiße ist. Ja, und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play DayZ. Tschüss.